Hallo zusammen, mich hier ist wieder Hotelar und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute zusammen mal den Missionstisch und die Gebäude im Allgemeinen in Shadowlands anschauen. Dazu bin ich jetzt hier in meiner Paktzentrale, wie ich es jetzt mal betitel, bei den Necrolords auf meinem Main-Charakter. Und hier sind wir bei dem Hans Wursten, der uns quasi die Gebäude auswählen lässt. Das nennt sich Sanctums Reservoir. Und hier können wir auch unser Mana einzahlen, beziehungsweise haben wir hier auch die erlösten Seelen. Wichtig erstmal am Anfang zu wissen, was sind es für beide Materialien und für was brauchen wir die? Beide Materialien brauchen wir, um Gebäude zu bauen. Ich habe jetzt hier schon alle vier Gebäude einmal gebaut, alle auf Stufe 1. Für Stufe 2 braucht man wesentlich mehr. Die erste Materialie, also das Anima oder Reservoir Anima, wenn ihr es eingezahlt habt, wird quasi das, was ihr in eurem Inventar habt, als Anima umgewandelt in Reservoir Anima. Das können wir jetzt hier zum Beispiel mal machen. Dann geht das quasi hier noch mit rein. Übrigens, wir haben hier einen Cap von 35.000. Wenn ihr 10k erreicht habt, dann ist das hier, sieht es schon so aus, ob es ausgefüllt ist, pulsiert auch. Lasst euch aber nicht täuschen, man kann hier 35.000 maximal einzahlen. Das könnt ihr durch alle möglichen Quellen bekommen, sei es durch World Quests, durch Boss Kills, durch Rare Kills, durch irgendwelche anderen Quests, was ich empfehlen kann übrigens, falls ihr nur effizient das Mana farmen wollt. Es gibt eine PvP-World Quest jede Woche, wo ihr zweimal 250 kriegt, also 500 für 25 Gegner töten. Meiner Meinung nach eins der effizientesten Quellen. Die zweite Währung, die wir haben, sind erlöste Seelen. Dort könnt ihr jede Woche, die sind nämlich gecapped, nur 5 Stück erhalten über eine Weekly Quest, die es auch hier in der Paktzentrale gibt. Und dementsprechend ja, ist das der Faktor, der euch ein bisschen limitiert, um mehr Gebäude zu bauen. Es soll später Möglichkeiten geben, mehr zu bekommen. Jetzt am Anfang vom Add-on gibt es aber erstmal nur 5 pro Woche. Dementsprechend müsst ihr euch so ein bisschen überlegen, was sinnig für euch ist. Ich habe mir jetzt alle Gebäude einmal gebaut, einmal um sie euch zeigen zu können, beziehungsweise um auch ja, mir so ein bisschen die Sachen anschauen zu können. Spätere Upgrades kosten dann tatsächlich auch mehr Seelen bzw. mehr Anima. Ihr seht, das steigt hier relativ krass an. Und wo wir natürlich am meisten brauchen, ist hier das untere Gebäude. Das ist nämlich exklusiv für euren Pakt. Wir haben nämlich drei Gebäude, die haben in der Form alle Covenants. Und eins ist immer so ein bisschen das Exklusive. Das erste, was wir haben, ist das Reisenetzwerk. Dieses Reisenetzwerk haben alle Covenants und dort ist es so, dass ihr diese Reisenetzwerke immer in dem Gebiet von eurem Pakt nutzen könnt. Heißt, ich als Necrolord kann in Maldraxxus das Reisenetzwerk nutzen. Ich habe jetzt die Stufe 1 gebaut und ich kann euch das mal zeigen. Wenn wir hier rübergehen in den nächsten Raum, haben wir einmal hier ein Portal und dieses Portal bringt mich hier nach oben. Später, wenn ich das noch ausbaue, habe ich dann noch mehr Portale in verschiedene Richtungen und kann dann einfach schneller hin und her reisen. Also ich drücke hier drauf und dann werde ich einfach an das andere Ende der Map geportet. Das gibt es auch für die anderen Pakte, dementsprechend halt in ihren Gebieten bei den Nightfae, dementsprechend im Ardenwald und so weiter. Ich kann euch das mal auch zeigen. Hier habe ich jetzt meinen Twink zum Beispiel und der ist hier jetzt einmal bei dem Pakt im Ardenwald, bei den Nightfae. Und hier haben wir auch ein Reisenetzwerk, ja. Bloß funktioniert das dann halt hier im Ardenwald. Da habe ich noch nicht genug Ressourcen, um das zu bauen. Das zweite, was wir dann uns holen können, ist der Missionstisch. Und der ist relativ interessant. Beziehungsweise schauen wir uns den Missionstisch nahe an, schauen wir uns erstmal den Anima-Leiter an. Der Anima-Leiter ist das zweite, das haben auch alle. Und hier ist es so, dass wir Anima auf einen bestimmten Fleck im Gebiet kanalisieren können. Das ist natürlich auch dann wieder der Fleck im Gebiet von eurem Pakt und dementsprechend bei mir ist es jetzt hier in Maldraxxus. Hier habe ich jetzt zum Beispiel den Anima-Leiter rüber kanalisiert auf das Haus der Konstrukte und jeden Tag, wenn man das kanalisieren will, kostet das ein bisschen Anima. Wenn wir das x-mal gemacht haben, ich glaube 10-mal oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genau, wenn man es 10-mal gemacht hat, dann bleibt es permanent, dann muss man es nicht jeden Tag neu channeln. Hier ist es dann so, dass ihr, wenn ihr das Anima auf einen Bereich channelt, könnt ihr bestimmte Sachen machen. Zum Beispiel hier beim Haus der Konstrukte kann ich als Necrolord, der das mit Anima versorgt hat, einen Mob beschwören. Giga oder irgendwie so heißt der kann auch einen Mount droppen. Und bei den Nightfae sieht es genauso aus. Da kann ich zum Beispiel, jetzt switche ich mal darüber auf meinen Twink.
wenn ich hier das Ding kanalisiere, warte, das haben wir hier stehen, dann kann ich auch das auf verschiedene Orte kanalisieren und da kann man verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel hier aufs Theater habe ich es kanalisiert, beziehungsweise da in die Richtung, da kann man dann auch einen Mob beschwören oder wenn wir es später dann hier runter kanalisieren, gibt es ja diesen einen Mob, den man rausschießen kann und lauter solche Geschichten. Also dementsprechend ist das recht praktisch. Man kann nicht nur Rares beschwören, sondern es gibt manchmal auch bestimmte Belohnungen, die man kriegen kann oder man kann andere Geschichten an diesen Punkten machen, je nachdem, wo man es hingerichtet hat. Interessant ist es dann halt immer, wenn es einen Rare gibt, der einen Mount droppt. Übrigens, diese Rares, die man damit beschwören kann, auf die allermeisten können dann auch andere Leute draufhauen, die nicht diesen Pakt haben, auch, beziehungsweise die nicht hier diesen Anima-Leiter ausgewählt haben und können auch die Mounts bekommen. Heißt, es ist ganz praktisch, wenn ihr ein paar Leute kennt oder auch im Tool Leute findet, die einen anderen Pakt haben, diesen Anima-Leiter auf verschiedene Orte kanalisieren lässt, um dementsprechend dann dort andere Aktivitäten auszulösen. Also heißt, wir haben einmal das Reisenetzwerk, umso weiter wir das upgraden, umso mehr Stellen können wir uns porten. Anima-Leiter können wir Sachen mit Energie versorgen, umso weiter wir den upgraden, umso mehr verschiedene Punkte können wir mit Energie versorgen und umso mehr Belohnungen stehen uns und eventuell anderen Leuten, die mit uns reisen, zur Verfügung. Das nächste, was wir haben, ist der Missionstisch. Und den schalten wir mit dem ersten frei. Und wenn wir ihn dann upgraden, können wir die natürliche Heilungsrate von unseren Gefährten mit dem ersten Upgrade erhöhen. Und dann mit dem zweiten Upgrade verringert die Dauer des Abschließens eines Abenteuers um 25%. Also heißt, das erste haben wir den Tisch, beim zweiten heilen sich die Viecher schneller und beim letzten gehen die Missionen schneller. Ist eine praktische Angelegenheit. Und das haben wir natürlich auch wieder mit allen Pakten zur Verfügung. Wenn ich jetzt hier gucke, bei den Necrolords sieht es genauso aus. Ja, da haben wir auch den Missionstisch und hier dementsprechend sind die Bonis die gleichen. Und den Missionstisch schauen wir uns nachher gleich nochmal ein bisschen im Spezielleren an. Das ist, denke ich mal, das Interessantere für die Leute. Das Letzte, was wir haben, ist dann immer ein spezielles für den Pakt einzigartiges System und hier gehen auch tatsächlich dann die meisten Seelen rein. Ihr seht, bei den anderen brauchen wir maximal 22 Seelen. Das hier ist wirklich das Endprodukt von dem Ganzen. Hier brauchen wir dann am Ende 40, dann 70 Seelen sogar. Das geht sogar auf 5 Stufen hoch. Und ich habe hier diese Monstrositätenfabrik. Da kann ich mir verschiedene Monstrositäten bauen. Ich kann mir auch Mounts bauen, habe ich gesehen. Das sind so, die Monstrositäten sind auch Anhänger, die einen mitlaufen. Ich glaube, einen gibt es sogar, der ein Händler ist. Also gibt es viele Spielereien, viele Geschichten, auch mit Transmog, die man sich da herstellen kann. Und das variiert aber sehr, sehr stark mit den verschiedenen Pakten. Ich habe gesehen, bei den Kyrianern gibt es später auch ein Item, das man herstellen kann, um so einen bestimmten Sattel für einen Rare zu bauen in Bastion, wo man den dann reiten kann und einen Mount Rare beschwören kann damit. Diesen Sattel kann man dann auch verkaufen. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Bin ich aber auch noch zu wenig drin, dass ich euch da jetzt viel erzählen kann zu. Und das ist aber komplett unterschiedlich zwischen den verschiedenen Pakten. Zum Beispiel kann ich hier bei den Nightfee Konservatorium der Königin bauen. Das soll anscheinend so ein Garten sein, wo ich auch so Knospen ausbilden kann und dann irgendwas wiederbeehren kann. Ich schätze, ich kriege da auch einen Mount und verschiedene Sachen. Das werden wir uns aber dann nochmal im Einzelnen anschauen, wenn das Addon ein bisschen weiter vorangeschritten ist und wir da ein bisschen mehr Informationen zu haben, beziehungsweise wenn ich das auch ein bisschen weiter ausgebaut habe. So, vielleicht zur kleinen Info. Wir können jetzt noch, oder wir machen das nachher. Wir schauen uns erst den Missionstisch an und dann schauen wir uns danach noch hier diese Monstrositätenfabrik an. Die habe ich da draußen gebaut. Wie gesagt, da kann man alle möglichen Monstrositäten herstellen und später dann auch Mounts. So, wir gucken uns jetzt den Missionstisch an und ihr seht, ich habe hier schon einige Anhänger. Ich habe insgesamt 4 Stück. Zwei Anhänger konnte ich in der ersten Woche holen. Zwei weitere habe ich dann in der zweiten Woche dazu bekommen. Es sollen anscheinend noch mehr geben. Es soll über 10 Anhänger geben, die es im Laufe der Zeit zusammenzusammeln gibt. Wichtige Information hier, auch dieses Anima, was wir in das Reservoir hinten reingehauen haben, brauchen wir hier für den Missionstisch. Ihr seht, ich habe jetzt insgesamt 4 Anhänger und die auch alle losgeschickt. Ich habe jetzt erstmal alle abgewartet, dass ich die für die Videoaufnahme auch fertig habe. Ich habe jetzt lauter Low-Missionen abgeschlossen, die können wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar, hier gibt es dann immer so Files. Wir haben in der ersten Reihe Mili-Mobs und in der zweiten Reihe habe ich Custom-Mobs gesetzt. Ihr könnt es natürlich auch andersrum machen, ist aber nicht so clever.
Und so können wir uns die Kämpfe immer anschauen. Das war jetzt ein relativ schwacher Kampf und ich habe hier doch einigermaßen starke Mobs mit drin. So, wir haben den einmal abgeschlossen. Jetzt können wir uns einmal die Belohnung anschauen. Der Mob kriegt jetzt ein bisschen EP, der Stufe 9, hat jetzt gegen ein relativ schwaches Team gekämpft, hat nicht viel EP bekommen und ich habe auch Mana gekriegt. Und so können wir jetzt die anderen Kämpfe auch angucken oder hier mit der Option das Ganze überspringen. Da haben wir auch wieder ein bisschen EP drin. Hier selbiges. Da wäre ich fast verreckt, habt ihr gesehen? Das war eng. Und dann können wir uns jetzt auch gleich mal anschauen, wie das aussieht, wenn man Mobs heilen. Hier haben wir noch einen Kampf, den können wir auch nochmal überspringen. Okay. So, alle vier Kämpfe haben wir abgeschlossen. Und jetzt seht ihr, wir haben zwei Arten von Mobs. Wir haben einmal Gefährten, das sind quasi unsere normalen Helden. Und dann gibt es einmal die Truppen. Die könnt ihr quasi so viele benutzen, wie ihr wollt. Umso mehr Einheiten ihr bei einem Kampf benutzt, umso mehr Mana kostet euch, das Ganze loszuschicken. Es ist so, diese Truppen sind quasi unendlich oft da, die müsst ihr auch nicht heilen oder irgendwas, aber diese, ja, eure Gefährten, die nehmen Schaden, wenn sie nicht ein Level aufsteigen, dann sind sie nämlich wieder voll life, das ist wie bei eurem Charakter. Und die müsst ihr, wenn ihr quasi sie schändlich behandelt habt, wieder mit Mana versorgen. Und das ist gar nicht so wenig. Der Held, der ist Stufe 13 jetzt bei mir und der braucht ganze 382 Mana, um dementsprechend wieder auf Max geheilt zu werden. Ihr könnt die auch beschadet losschicken, dann sind aber die Chancen, dass ihr die Kämpfe gewinnt, relativ niedrig und ihr kriegt dann auch nur Belohnung, wenn ihr die Kämpfe gewinnt. Das Einzige, was es gibt, wenn ihr komplett versagt, kriegen eure Mobs trotzdem ein bisschen EP, zwar nicht sonderlich viel. Ich habe jetzt meine Gefährten damit hauptsächlich hochgeballert, dass ich EP-Missionen gemacht habe. Wir werden jetzt aber einmal erstmal hergehen, bevor ich euch die Missionen zeige und heilen die ganzen. Also der hier braucht jetzt nur ein bisschen Life, da sind es 100 Mana, investieren wir rein. Der braucht 240, dass er wieder voll ist. Und der hier braucht 382 Mana. So, die haben wir jetzt wieder hochgeheilt. Und jetzt können wir mal durchgucken, was wir alles für Missionen haben. Und ihr seht hier unten, wir haben auch eine Seelenasche-Mission. Das ist schon die zweite. Die erste habe ich gehabt und habe sie nicht losgeschickt. Die sind nämlich nur eine gewisse Zeit da. Wenn wir hier vorne drüber fahren, sehen wir, die Mission ist jetzt noch eine Stunde und 19, nee, einen Tag und 19 Minuten da. 22 Stunden und 22 Minuten und so weiter. Also ihr könnt hier drüber fahren und seht, wie lang die einzelnen Missionen dort sind. Dann habt ihr noch zwei Hinweise, und zwar einmal habt ihr das Level von den Missionen. Das gibt euch schon mal ein bisschen einen Hinweis, okay, was für Mobs sollte ich da in eventuell losschicken, wie stark sind die Gegner. Dann haben wir noch diesen ja, Elite-Drachen dran, das heißt, das ist eine starke Mission. Dann den Rare-Drachen, das ist halt eine Rare-Mission, schätze ich halt einfach mal. Und dann haben wir noch die ganz normalen. Und dann ist vielleicht noch relevant für euch, ihr solltet hier gucken, okay, wir haben verschiedene Zeitangaben von 4 Stunden und hier sind dann Sachen 12 Stunden, 13 Stunden, ein Tag sogar. Also das geht relativ weit hoch von den verschiedenen Missionen. Die Missionen erneuern sich immer wieder. Um stärkere Missionen zu bekommen, habe ich gesehen, musst du am besten immer diese Missionen hier machen. Und zwar die dieses Epic-Symbol dran haben, Abenteuerkampagnenfortschritt. Wenn ihr die macht, bekommt ihr neue Abenteuer und neue Belohnungen. Dementsprechend wären die eigentlich immer zu priorisieren. Da gibt es dann auch immer Items. Ich kriege jetzt hier zum Beispiel einen 161er Stab. Ist jetzt für mich nicht ein Upgrade, aber ist ganz nice to have. Vielleicht für den einen oder anderen schlechteren Twink eine nette Geschichte, dass ihr hier auch noch quasi Gear bekommt. Das sind relativ oft Waffen, muss ich sagen. Und wenn ihr die abschließt, dann habt ihr auch noch den Vorteil, dass ihr noch stärkere Missionen kriegt. Das Problem ist, die ist jetzt 24 Elite, 6000 Leben haben die und meine Mobs sind halt von 21 bis Stufe 9, was nicht so geil ist. Was ich vielleicht euch noch als Tipp geben kann, ich habe gesehen, dass meine Truppen hier vom Level runtergegangen sind, indem ich neue Anhänger bekommen habe. Warum ist das der Fall? Die Truppenstärke richtet sich anscheinend danach, nach dem Durchschnitt von allen Gefährten. Heißt, als ich vor 2, 3 Tagen noch nur zwei Gefährten hatte. Ich glaube, der eine war 18 und der andere war 20 oder irgendwie so. Dann war der Durchschnitt halt auf 19, ne? Und dann habe ich halt lauter zwei Level 1er wieder gekriegt und dann war der Durchschnitt halt ziemlich gut weit runtergezogen und die Truppen sind tatsächlich auch wichtig. Dementsprechend, ja, muss man da gucken. Vor allem, man nimmt die Truppen halt oft vorne dran als kleine Tanks, dass die Gefährten nicht so viel Damage nehmen.
Zusätzlich ist es jetzt hier übrigens noch so, dass jede von diesen Truppen nochmal eine eigene Fähigkeit hat, beziehungsweise auch meine Helden haben einzelne Fähigkeiten und man sieht auch bei den Gegnern die Fähigkeiten und sieht auch, was für eine Abklingzeit die hat. Heißt, man kann hier so ein bisschen auch noch gucken, okay, wie stark sind die Gegner, was haben die für Fähigkeiten, wie lange haben die Abklingzeit, wo positioniere ich meine Mobs, welche Kombinationen nehme ich. Heißt, es ist relativ komplex, das System. Eine einfache Möglichkeit, um so ein bisschen zumindest sehen zu können, ohne viel nachzudenken, ist einfach hier oben die Stärke der Gegner, also das Leben overall von allen Gegnern zusammengerechnet und der Schaden. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich ziehe jetzt hier die Mobs raus, ich kann es auch einfach so reinklicken, ihr seht, man kann die Truppen so oft reinziehen, wie man will, ich kann aber mit nur Truppen, kann ich es nicht loslegen. Also jetzt hätte ich nur Melee-Mobs und auch in der zweiten Reihe macht wenig Sinn. Ja, jetzt könnte ich dann sagen, okay, ich schmeiße die raus. Pack da noch Caster-Mobs rein, dann sieht es schon besser aus. Die Caster-Mobs hier hinten oder die Range-Mobs, die hauen nämlich mehr Schaden raus. Jetzt hätte ich hier 598 Angriff und 2000 Leben. Der Gegner hat 460 Angriff und 6000 Leben. Also ich glaube, das werde ich nicht so ganz gewinnen. Ich könnte dann zwar sagen, okay, ich packe jetzt hier noch den Kollegen rein und packe vielleicht noch den Kollegen hier mit rein, dann habe ich schon ein bisschen mehr Leben, aber immer noch ein bisschen zu wenig Angriff. Also ich denke mal, die Mission 24 Elite, da bin ich noch nicht ganz gewachsen. Heißt, wir werden wahrscheinlich erstmal noch ein paar Schwächere machen. Was ich euch empfehlen kann, man kann natürlich sagen, okay, ich nehme jetzt 200 Gold mit oder ich nehme jetzt 8 mal 5 Anima mit, was halt 40 Anima sind. Sowas kann man machen. Was ich hauptsächlich gemacht habe bei meinen NPCs oder bei meinen hier Gefährten, diese EP-Mission. Erstmal die EP von den Mobs hochhauen, bringt euch natürlich einmal, dass eure Gefährten höher sind, mehr aushalten, mehr Schaden machen, aber dadurch wird auch die Overall-Truppenstärke erhöht, weil die ja anscheinend ein Durchschnitt von den ganzen Gefährten sind. Deswegen auch eure Low-Gefährten damit hochleveln. Was ich gesehen habe, ich krieg relativ, auch wenn ich eine neue Stufe 1 Gefährten krieg ich tatsächlich keine Level 1, Level 2 Missionen mehr, sondern das Niedrigste ist jetzt 12 bei mir. Ich kann aber die Low-Truppen relativ gut hochboosten. Und teilweise habe ich mit einem mal 8 Level in einer Mission gekriegt, indem ich halt die Truppen reinballer, die dann schon 16 sind zum Beispiel, den hinten ranstelle, eine EP-Mission mache und der dann ordentlich EP dadurch kriegt, weil er stärkere Mobs bekämpft. Also die gehen dann relativ schnell wieder vom Level nach oben. Also dementsprechend würde ich euch empfehlen, auf die Belohnungen so ein bisschen zu scheißen. Wenn ihr eh gut equipped seid, ist das eh alles Mist, sondern erstmal die EP-Missionen zu machen und dann, wenn die hochgelevelt sind, die Missionen zu versuchen zu abzuschließen, die halt euren Abenteuer-Kampagnen-Fortschritt weitertreiben, beziehungsweise die euch Ressourcen bringen, die gecapped sind, wie zum Beispiel die Seelenasche, die braucht ihr ja zum Beispiel, um Legendary herzustellen. Wir können mal hier reinschauen. Das ist jetzt, boah, die haben halt nur. Das hat er wie live, ne? Die werde ich jetzt mal probieren, tatsächlich. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass ich versagen werde. Wir werden es jetzt aber trotzdem mal probieren. Und zwar packen wir jetzt mal unser Team. Ich bin in beiden schlechter, ne? Ich glaube, das brauche ich gar nicht probieren. Ach, nee, komm. Ich probiere die Quest nicht, sondern mach lieber noch ein paar EP-Sachen. Oder doch, komm, ich probiere sie. Und wir werden wahrscheinlich auf den Sack kriegen, habe ich die Vermutung. Also wir haben jetzt einmal mit der Kombi 5000, nee, 3390 Leben und 582 Damage und der Gegner hat 9960 Leben und 600 Damage. Also da werden wir ziemlich sicher auf den Sack kriegen. Vielleicht bringen uns die Bonusfähigkeiten ein bisschen was. Wir werden es jetzt einfach mal probieren, um noch ein bisschen Seelenasche mitzunehmen oder zumindest es zu versuchen. Aber die kleineren Helden, die versuchen wir jetzt erstmal alle hier zu leveln. Und zwar packen wir hier einmal ein paar Melee-Mobs rein und ein paar Caster-Mobs. So, und das müssten wir doch gewinnen. Wir haben 2300 Leben, 600 Damage, so rum. Und dementsprechend müssten wir den eigentlich besiegen. Dann können wir ihn hier nochmal ein bisschen hochleveln. Und selbiges machen wir dann auch mit dem anderen. Leider haben wir jetzt keine EP-Mission mehr. Deswegen nehmen wir jetzt einfach ein paar kurze Missionen, dass wir den heute vielleicht noch mal ein paar Mal öfter mitschicken können. Packen wir ihn mal hier in der Mitte rein und noch zwei am Rande. Und ihr seht, jede Truppe, die ich reinpacke, erhöht hier das Anima ein bisschen. Ich würde aber trotzdem empfehlen, immer auf die vollen Truppenstärke reinzuhauen, denn
Die Kosten gehen immer nur um 1 pro Truppe hoch. Das ist jetzt relativ gering im Gegensatz zu dem, was ihr initial eh zahlt, wenn es teilweise bei einer Mission 20, 30, 50 Grund ist und man dann halt 53 oder 50 zahlt, indem man, wenn er nur 2 oder 5 Leute drin hat, ne? Also das macht tatsächlich schon Sinn, dass man hier alle mit reinpackt. Die Typen können ja auch nicht kaputt gehen, da müsst ihr keine neuen herstellen. So, ich habe jetzt alle drei Missionen weitergeschickt. Was jetzt dann später noch relevant wäre, wie gesagt, die Mission, aber 24 Elite, ich habe noch keinen einzigen Mob, der so hoch ist und dementsprechend wird das ein bisschen schwierig. Ich hoffe dementsprechend, dass bald noch ein Add-on rauskommt, dass das Ganze ein bisschen vereinfacht. Im Moment müssen wir so ein bisschen schauen, okay, wie viel haben die Gegner an Leben, wie viel haben die Gegner an Schaden, um da so eine Abwägung zu finden. So ganz hundertprozentig kann ich euch natürlich auch nicht sagen, dass das dann immer klappt. Ich versuche jetzt mal der Soul Ash-Mission auch mal mein Glück mit einem deutlich unterlegenen Team in derlei Hinsicht. Vielleicht gewinne ich trotzdem. Ich schreibe es euch gerne mal in die Kommentare. Und ja, das war es eigentlich soweit, was ich euch zum Missionstisch sagen kann. Wenn ihr noch nicht weitere Anhänger habt, dann spielt eure Kampagne weiter. Nach der Kampagne in der zweiten Woche müsstet ihr eigentlich mehr Anhänger bekommen. Und wie gesagt, wenn dann EP-Missionen spielen oder viele kleine kurze, das bringt euch am meisten EP und ab und an vielleicht mal ein Risiko eingehen, wie ich hier mit der Seelenasche. Vielleicht kriegen wir es. Dann haben wir ein bisschen mehr, um ans Legendary anzukommen. So, jetzt gucken wir uns jetzt noch einmal das Special-Gebäude an. Und zwar habe ich ja noch diese Monstrositätenfabrik mit meinem Necrolord-Char hier. Leider mit einem Nightfade-Char bin ich noch nicht weit genug, um einmal da die Special-Gebäude freizuschalten. Das gucken wir uns dann aber, wie gesagt, an, wenn wir ein bisschen weiter damit sind. Wir gehen jetzt einmal hier rüber und zwar müssen wir da ein bisschen raus aus dem Gebäude und man sieht es hier auch schön auf der Map. Wir haben hier die Monstrositätenfabrik und bei dieser können wir dann alle möglichen Konstrukte herstellen, beziehungsweise die später dann auch ein bisschen upgraden. Und ihr seht schon, wir haben hier 4 verschiedene Konstrukte, die wir herstellen können. Und da haben wir dann auch verschiedene Fähigkeiten. Hier einzigartige Fähigkeit, Verbündete in der Nähe zu heilen. Also wir haben hier einen Heiler-Mob zum Beispiel. Oder hat eine einzigartige Fähigkeit, dass er die Feinde auf sich zieht. Also einen Tank-Mob. Dann haben wir hier einen. Kann diese Stärke konstruieren? Genau, Schultern. Genau, das ist einfach ein DD-Mob. Und dann gab es, glaube ich, nur einen, der uns was verkaufen kann. Ah, genau, der kann geplünderte Waren, ne, kann der uns zum Verkauf anbieten. Also da gibt es verschiedene Sachen. Hier gibt es auch noch einen Haufen Gimmick-Items, die man den Mobs dann anzieht und Transmog-Gedönse. Also hier ist wirklich einiges dabei. Wie gesagt, später kann man sich anscheinend hier auch noch einen Mount bauen. Dafür muss ich es aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ausbauen. Und ja, sobald ich dort dann bin, wird es bestimmt den einen oder anderen Mount-Guide wiedergeben. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle. Solltet ihr noch Fragen haben oder solltet ihr noch Punkte haben, die ihr sagt, oh, das hast du vergessen, das wäre vielleicht noch ganz gut zu erwähnen, schreibt es gerne mit in die Kommentare. Das hilft, denke ich mal, auch der Community. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Bis zum nächsten Mal. Ciao.